Was die wieder wollen und so. Und aber momentan ist es ein bisschen stressig mit den Missionen zusammen. Aber ist ja auch ein bisschen interessant. Die Systeme überlasten langsam. Ich registriere immer mehr Werte im kritischen Bereich. Wir müssen abbrechen. Negativ, Professor. Ich bin kurz davor, den Ursprung des Computervirus zu extrapolieren. Wenn der Analysevorgang jetzt unterbrochen wird, sind alle gesammelten Daten wertlos. Die Forschungszentren brennen schon, das ist sehr bedrohlich. Ich kompiliere die Daten. Das Virus wurde von Energie deaktivieren. Datentransfer. Lehrsysteme nicht verfügbar. Programm überschreiben. Deaktivierung initiieren. Ich glaube, der hat sich selber den Virus eingefangen. Vaters Programmierung sollte verhindern, dass er Menschenleben gefährdet. Ich glaube, der Computervirus greift seine KI an. Ich muss seine Systeme vom Core-Netzwerk trennen. Verdammt, ich komme nicht dran. Sehr beunruhigend. Unvorhergesehene Konsequenzen. So. Wir müssen verhindern, dass sich der Computervirus ausbreitet. Wir müssen Father die Kontrolle über die Systeme der Stadt entziehen. Okay. Was muss ich dafür tun? Sag es mir. Meine Videoverbindung zu Dr. Bartok ist abgerissen. Das ist der Virus. Sie müssen sie finden. Wir brauchen sie. Was? Entziehen Sie Father die Kontrolle über Core? Ja, super. Wie denn? Dann hier kaputt. Null? Wieso null? Ihr verarscht mich doch. Was soll ich denn da machen? Dann fahren wir mal halt dahin. Sehr beunruhigend. Sehr, sehr, sehr beunruhigend. Achtung, Produktionsstillstand. Ich weiß nicht, wieso. Aber jetzt hier die Meere überfischt. Ach so, hier holt's keiner ab. Abholen bitte. So, ungenießbarer Fisch. Ist ja toll. Ich produziere hier nur ungenießbaren Fisch. Ist ja voll kacke. Reiß ich die Dinger halt ab. So, müssen sie halt so klarkommen. So. Dr. Tori Bartok. Zugriffsberechtigung auf sämtliche Systeme verweigert. Subjekt wird als Bedrohung eingestuft. Subjekt wird eliminiert. Hilfe! Kriegserklärung? Father ist ja völlig unzurechnungsfähig. Was sollen wir tun? Da, ein Notruf aus Core. Das könnte Dr. Bartok sein. Ja, dann los. Was lokalisiert sie den Ursprung in Core? Was? Huch. Kommst du her? So, tauchen bitte abwärts und zum Chor.
So, da blubbert unser Schiffchen an. SAAT kann es sich nicht leisten, Father zu verlieren. Wir müssen den Computervirus stoppen, bevor er alle Systeme infiltriert hat. Ich muss doch hier rüber. Ich vertue mich da immer komischerweise. So. Bitte melden. Hier spricht Dr. Bartok. Endlich. Es geht mir gut, keine Sorge. Einige Kollegen und ich konnten uns hierher retten. Wir werden das Gebäude... SAAT kann es sich nicht leisten, Father zu verlieren. Wir müssen den Computervirus stoppen, bevor er alle Systeme infiltriert hat. Das wollte ich doch nicht. Ich wollte da draufklicken. So. Da wische ich jetzt mein Schiff, so. Wir müssen versuchen, Father vom restlichen Netzwerk abzukoppeln. Aber dazu brauche ich einen funktionierenden Computer. Und vor allem Energie. Oh. Okay. 5 Tonnen. Da gab es früher eine Ölquelle. In der Nähe meines Tiefseelabors. Sie wurde vor Jahren verschüttet, aber das ließe sich beheben. In der Nähe von seinem Labor. Da. Ich denke, ich kann da etwas für Sie tun. Mit einer kontrollierten Detonation können Sie die Ölquelle vielleicht freilegen. Bergen Sie... Was? Bergen Sie... Was? Begeben Sie sich nach... Was? Sondar und sprengen Sie den markierten Felsen. Ah, super. So, wo ist er denn? Da ist er ja. Tauchen, hier hinfahren. So, dann haben wir bald eine Ölquelle. Finde ich auch recht praktisch. Da kommt ja mein Schiff. So. Sprengen. Danke. Ich wusste, dass es klappt. Jetzt müssen wir das Öl nur noch mit einer Ölplattform fördern. Ölplattform, Tex. Ölplattform. So. Nicht im Baubereich. Ist ja toll. Nein. Jetzt brauche ich Watt. Aber jetzt ist definitiv im Baubereich, weil sonst drehe ich hier durch. Versorgung mangelhaft. Gezeitenkraftwerk. So. Ihr verarscht mich doch. Ich brauch Achtung, Produktionsstillstand. So. Ja, ich hole eh schon Bauzellen. Die produzieren die Bauzellen. Schmelzwerk. Muss ich direkt suchen? Also ich mal das einpräg, wo das ist. Finde ich trotzdem nicht. Ist ja Wurst. So. Ach, das ist das Falsche. Wo ist denn mein U-Boot? U-Boot. So, also hierher. Hier, genau hier. So, danke. Getränke. Wir machen, glaube ich, mal einen Wareneinkauf. Handel. Einkauf. Spirituosen, Metex, Getränke, danke. So, und du lädst jetzt mal wieder Bauzellen auf.
paar Werkzeuge nehme ich auch mit. So. Dann geht's wieder hierher. Hier dahin. Passt genauso. Dann habe ich endlich Öl. Oh mein Gott, er hat Öl. So, ich brauche noch eine Straße hier. Klingt komisch, ist aber so. Straße. Ich habe doch hier. Ich will sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Ja, ja. Ich will mich doch nur um das ganze Zeug hier richtig kümmern. So. So. Unter Wasser. Ich habe genau um 2 zu wenig Strom. So. Gezeitenkraftwerk. Da eins her, da eins her. Das dürfte reichen. So, wir produzieren Öl. 5 Tonnen Rohöl. Tex. Nee. Stufe 3, Stufe 2. Da ist... So, dann haben wir 10 Tonnen oben. Dann können wir hier hintuggern. Können wir denen das Rohöl bringen, dann sind sie zufrieden und glücklich. Und dann gehen wir in unseren Kreislauf. Handelsroute 1. Dann gehen wir daher. So. Laden wir noch auf, und zwar Rohöl. Und laden es hier wieder aus. Schnell! Wir dürfen keine weitere Zeit verlieren. Okay. Es gibt keine Probleme, nur Lösungen, nicht wahr? Sie sind eine Gefahr für diese Stadt. Sie muss vor ihnen geschützt werden. Das ist aber nicht schön. Ich glaube nicht. So. Achso, ich brauche erstmal die hier. Ich habe vor, Gebäude für Gebäude vom Netz zu nehmen. Aber dafür muss ich erst unsere Operationsbasis sichern.